Hallihallo, Hallöle, da bin ich wieder, euer Duskop und wir zocken weiter bei Project Diablo 2 Season 5. Wir haben bis jetzt Solo, Selfa und uns in die Hölle, ich glaube Akt 4 vorgekämpft. Ja, wir sind schon Akt 4, Menschenskinder. Komplett Solo und Selfa und bis jetzt. Das Ziel ist Baal auf Hölle Akt 5 zu besiegen und dann fangen wir an zu farmen, zu tauschen, vielleicht mit anderen Leuten zusammen zu spielen. Ja. Aber erstmal müssen wir da hinkommen. Greetings. What do you need? Wir haben ja gerade eben erst Mephisto besiegt. Könnte interessant werden, Lifestolen Perfekt. Die hier, ah, die hat schöne Resis ist hier drauf. Weil die hat eigentlich recht gut, ne? Die hat schon recht gute Resistenzen. Ne, ich lasse es erstmal so, wie es ist. So toll sind die Handschuhe jetzt auch nicht. Oh, hier, den Guillaumes, den heben wir auf jeden Fall auf. Der könnte uns noch hilfreich werden. Den könnten wir eventuell sogar einen Sockel drauf machen. Und hier aufsetzen. Mal schauen. Natürlich wäre ein Andarius besser, aber da muss man erstmal hinkommen. Ne? Und noch ein Marvinas. Hier, Jom, was? Was schreibst du dort? Jom? Jom, was? Guillaume? Da steht Guillaume. Nicht Guillaume. Kannst du nicht lesen? Ich habe keine Ahnung, wie dieses Franzmannsgedönse hier ausgesprochen wird. Da steht Guillaume, also sage ich Guillaume. Guillaume, Guillaume. Wird das echt Guillaume ausgesprochen? Guillaume? Klingt so merkwürdig. Guillaume. 16 zu Max Damage. Und noch Stärke und noch Feuerresi. Den hebe ich mal auf. Den könnte ich eventuell vertraden. Oder Max Damage? Ja, ne? 15 Max Damage ist eigentlich das Maximum für einen Solo-Roll. Das heißt, hier ist ein Doppelroll an Damage mit Stärke und Fire-Raises. Also das ist eigentlich nicht schlecht. Heißt das wirklich Bio? Kommst du darauf? Hast du das gelernt? Im Französischunterricht? Dann werde ich es dir wohl glauben müssen. Aber warum wird das Guillaume geschrieben und dann Guillaume ausgesprochen? Ich meine, da ist nicht mal ein oben drinne. Da ist nicht mal ein einziges O drinne. Da ist auch kein M drinne. Da ist auch kein H drinne. Na gut, Guillaume, am Ende Laume, da ist ein M, okay. Aber trotzdem. Guillaume. Also ich glaub dir, ne? Ich find's bloß kurios.
Das läuft sie nicht gerade gut. Die Franzmänner, nee danke. Easy Pronunciation, Wort Gui Laume. Und dann gucken wir uns mal an, wie das gesprochen wird. So, wo ist das? Wo muss ich jetzt draufdrücken? Guillaume. Hört ihr das? Guillaume. 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 Hört man das? Guillaume. 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 Okay. Guillaume. Guillaumes Gesicht. Habe ich vergessen, den Server einzustellen? Ich glaube schon, ja. Die Ping ist 300 noch was. Das erklärt das. Ich hab vergessen, GS4 einzustellen. Bin jetzt wahrscheinlich auf irgendeinem asiatischen oder amerikanischen Server gelandet. Ja. Ich würde sagen, wenn jetzt nirgendwo Souls kommt und alles ein bisschen eklig machen, weil Souls, wenn es leckt, ist kacke. Wenn jetzt keine Souls kommen, dann machen wir einfach bis zum Höllenfluss. Zum Flammenfluss, sorry. Und dort mache ich dann neue Spiele auf. So schlimm ist es nicht, aber wie schon das letzte Mal, ich möchte nicht mit einer 300er Ping gegen Diablo kämpfen. Das muss echt nicht sein. Oder mit einer 300er Ping durch Souls durchlaufen. Das das geht vielleicht, wenn ich volle Resis habe, aber noch geht das nicht. Souls, nee, beim. Also wenn das leckt, mache ich keine Souls, oder? Oder probieren wir es. Wir können es riskieren. Ganz vorsichtig. Jio. Jio. Oh Gott. Was hast du mir angetan? Das habe ich jetzt das Ohrwurm im Kopf. Wann spielst du mit, myself? Ne? Ich warte auf dich. Bin schon fast fertig mit Hölle. Was? Stimmt doch gar nicht. Barfuß, bergauf und mit Gegenwind, genau. Wie war das? Ich musste früher auf dem Weg zur Schule, ja, 10 Kilometer jeden Morgen laufen, bergauf, mit Gegenwind und Regen, in beide Richtungen bergauf. In beide Richtungen. Früher war halt alles anstrengender, ne? Und wir haben das geschafft. Die Jugend von heute, die hat es so einfach. Nee, aber ernsthaft, also damals,
bin der Meinung, damals hatte man wirklich also nicht so gute Pings wie heute, ne? Weil was hast du damals gehabt für ein Internet? Also vor 20 Jahren? Ja, wenn du dich dann noch vielleicht mit dem 32K oder 64K Modem eingeloggt hast. Ja, also ich hatte... Also dieses Modemszeug hatten wir nie. Da sind wir ein bisschen spät eingestiegen ins Internet. Also mein erstes Internet, das war dann direkt... das war auch über die Telefonbuchse. Mit so einem komischen ISDN-Zeug, ISDN-Splitter. Du hast dann irgendwie hast haufenweise Sachen gebraucht. Du hast erstmal einen Splitter gebraucht, direkt an der Box, der Fernsehen und der Telefon und Internet geteilt hat. Dann hast du nach dem Splitter nochmal ein Modem gebraucht, was sich irgendwie einloggt. Und nach dem Modem kam dann noch ein Router, was das weiter in der Bude verteilt. Hast du irgendwie mindestens drei Geräte gebraucht. Und das erste Internet, was wir hatten, das war, glaube ich, ein 1000er oder war es noch das 500er von Telekom. Ich habe das 500er von Telekom. Und kurz danach hatten wir dann auf das 1000er abgegradet. Also 1000 Kilobit, ne? Was hat man jetzt? Wir haben jetzt 100 Mbit. Das wären jetzt quasi 100.000 Kilobit oder sowas. Nee, mehr sogar, oder? Nee. Doch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das Zeug schweinelangsam damals. Schweinelangsam. Und das war ja schon das Bessere, ne? Das war ja, wie gesagt, nicht dieses 32K oder 56K Modem oder sowas, ne? Das habe ich nur bei meinem Cousin damals gesehen. Der hatte das. Das war ja schlimm. Da hast du ja wirklich Ewigkeiten gebraucht, um dir einfach nur ein Bild anzugucken. Wenn du da mal versucht hast, irgendwelche Songdateien runterzuladen, hat ja ewig gedauert. Du hast da teilweise die Nacht über oder irgendwie stundenlang hast du da eine CD runtergeladen. Dann hast du die auf deinen CD-Brenner gebrannt, bist da auf den Schulhof gegangen und hast du mit allen Leuten hast du allen Leuten deinen Bootlegs verkauft. Ja. Das hat er gemacht. Das Krasse war ja auch, wenn du dann mit dem Modem drin eingeloggt warst, konntest du ja nicht telefonieren in der Zeit, weil da war die Telefonleitung belegt. Deshalb hatte man ja dann später diesen Splitter, dass man Telefonleitung und Internet gleichzeitig benutzen kann. Am Anfang war das nur eine Leitung, die ist benutzt, fertig aus. Wenn du im Internet bist und deine illegalen Lieder runterlädst, hast du kein Telefon. Und ein Handy gab's ja noch nicht. Naja. Nee, das waren Zeiten, du. Ich kann mich noch daran erinnern, da ist man tatsächlich in die örtliche Bibliothek gegangen. Das mag für manch einer ein Fremdwort sein. Das ist so ein heutzutage mehr oder weniger leerstehendes Gebäude, was keiner mehr nutzt. Aber damals ist man in die Bibliothek gegangen, hat sich dort an einen Computer gesetzt, ja? Und ist einfach nur im Internet rumgesurft. Weil man zu Hause kein Internet hatte. Man hatte zu Hause kein Internet. Man ist in die Bibliothek gegangen. Ja? Und dann hat man dort irgendwelche Dragon Ball Z Power Level nachgeschlagen. Wie stark war Son Goku bei diesem Kampf? Nee, also. Das war schon geil damals. Oder auch nicht. Wie man sieht. Tyrell was a fool. Hallo, ich rede mit dir. Das leckt so krass. Kann den nicht ansprechen. Es hat die Sounddatei nicht geladen, weil es so sehr geleckt hat. Tyrell was a fool to trust me. Nee, du. Aber ernsthaft, die Streams, die laufen jetzt quasi, oder? Also ich sehe jetzt keine bemerkenswerte Abbrüche oder so. Wir hatten gestern einmal, dass es abgestürzt ist, aber das war irgendwie ein Server-Connection-Ding. Ich bin fasziniert. Ich bleibe jetzt bei OBS.
Ist bloß schade, dass ich es dann nochmal komplett neu einrichten muss, wenn mein PC nächste Woche wiederkommt. Oder übernächste Woche. Ich weiß dann noch gar nicht, wann der wiederkommt. Aber deshalb mache ich mir jetzt hier noch keine so große Mühe. Ich habe noch keine, kein Pausenbildschirm eingerichtet. Ich habe keinen. Hallo, kannst du mich hören? Ich weiß gerade nicht, ob ich Internet habe. Da war gerade richtig lange einfach das Internet weg, ne? Also hier das Internet, aber der Upload. Der stand einfach wirklich auf Null. Habe ich hier zum ersten Mal gesehen. So was passiert. Da muss jetzt ein riesiges Loch in der Aufnahme sein oder im Stream. Das muss ich mir später mal angucken. Bei 17 Minuten. Bei 17 Minuten muss ich mir mal irgendwie merken und dann mal reingucken, was da jetzt war. Krass. Das habe ich jetzt aber mit OBS noch nie gehabt. Es war jetzt nicht dieses Server Connection weg, was wir jetzt schon zweimal hatten. Wo ich wirklich denke, dass es dann einfach der Twitch-Server der scheiße ist. Es stand jetzt wirklich in meinem Upload, stand 0 Kilobit die Sekunde drin. Genau das, was auch bei der Twitch-App immer passiert ist. Das ist jetzt hier zum ersten Mal passiert. Aber steht auch nirgendwo, dass irgendwelche Frames ausgefallen sind. Das verstehe ich nicht. Die Anzeige ist merkwürdig. Nee, also ich kriege hier gerade alle Daten durch und ich sehe nirgendwo, dass Frames ausgefallen sind. Aber ich habe ja gesehen, dass es weg war. Komisch. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ich habe mich gerade noch so gefreut. Genau da muss es wieder passieren. Bei 17 Minuten. Nicht
Ja, hallo, da bin ich wieder. Ich weiß jetzt nicht, was hier gerade los war. Mir ist gerade zweimal hintereinander der Stream einfach abgeschmiert und dann konnte ich gar nicht mehr verbinden. Es hat versucht wieder zu verbinden, aber es ging einfach nicht. Ich habe jetzt mal den Server umgestellt. Weiß nicht, ob vielleicht gerade der Berliner Server überlastet ist oder so. Und jetzt probieren wir das einfach nochmal. Ganze. Ich weiß nicht, was das soll. Eventuell, weiß ich nicht. Wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Wenn es wieder abbricht, dann muss ich mal schauen, was da los ist. Vielleicht habe ich gerade irgendwelche Internetstörungen. Dann muss ich mal anrufen. Aber irgendwie war das gerade ein bisschen merkwürdig. Es ist einmal abgebrochen. Dann ging es wieder relativ schnell und dann ist es wieder abgebrochen und konnte gar nicht mehr verbinden. Stand einfach da, verbinde, 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 verbinde. Nichts passiert. Kurios. Nicht gerade ein bisschen verwirrt, was da läuft. Oh, meine Twitch-Statistik kaputt. Ich sehe gar nicht mehr, wie viele Leute online sind. Jetzt zeigt es sich wieder an. Okay. Ja, ich glaube, das war halt einfach nur der Twitch-Server. Ich habe jetzt mal eingestellt, wähle automatisch den Server aus. Statt den Berliner. Und mal gucken, wie es jetzt geht. Aber eigentlich wurde mir geraten, man solle nicht automatisch stellen, man solle manuell auswählen, welcher auch immer am nächsten zu dir ist. Aber keine Ahnung, den will er ja gerade nicht nehmen. Oder? Man redet so allgemein übers Internet, über Verbindungen, wie schnell es damals war und so und bla 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 und dann gerade darüber, dass es jetzt endlich wieder gut läuft und genau in dem Moment, es ist wirklich, wie du schon gesagt hast, jinxed, oder? Wenn man von Teufel redet. Manchmal ist es gruselig, wie so etwas zufällig passiert, ja? Also wenn die NSA dich abhört und dann sagt, okay, Internet aus. Irgendwie gescheiten Gürtel zulegen, eigentlich schrecklich. Womit ich hier rumlaufe. Ich habe ja nicht mal 4 Slots drin. Junge, Junge, Junge. Also meine Ausrüstung ist echt der allerletzte Mist.
traue mich schon gar nicht mehr über das Internet zu reden. Stürzt gleich wieder ab. Also langsam merkt man auch, ja. Also ich kriege ja immer noch alles down, aber es wird schwerer. Es dauert länger. Und ich muss mehr wiederbeleben. Ja, dann wünsche ich mir mal viel Glück, ja. Aber so wie ich mich kenne, kommt da wieder nur Müll bei raus. Oh, naja, doch, normal. Normal, Rune, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich weiß gar nicht, was hier das höchste ist. Ist oder Ghoul? Ich glaube, Ist oder Ghoul ist hier das höchste. Und das Mal. Wenn Ghoul das höchste wäre, dann ist Mal hier das dritthöchste. Wir holen uns noch den Wegpunkt und dann mache ich mal ein neues Spiel auf, damit wir nicht so eine 300er Ding haben. Ne? Das ist ja echt nicht schön. Thank you.
unsere Skillpunkte nicht vergessen. Yay, Maximum. Congratulations, Hero. Ja, und was ist damit? Bist du überrascht, dass Leute mir zugucken? Bin ich auch. Ja, das ist einer mehr als acht. Das ist richtig. Hast du gut gelernt. Nee, bin ich aber auch froh. Es wird langsam, ne? Es wird langsam. Ja. Mal der Pool um Mal ist wohl genau. Immer schön alles schön sortieren, ja? Ich will wirklich, also mit das Zeug, mit dem ich rumlaufe, ist eigentlich wirklich unter aller Sau. Ja, wirklich schrecklich. Vor allem das Ding. Ich bräuchte bloß mal eine Lunge, dann könnte ich mir endlich mal einen Smoke machen. So, gut. Neues Spiel aufmachen, aber diesmal auf dem richtigen Server. Ach, ich habe GS5 eingegeben. Aus Gewohnheit. Ja. Das ist jetzt Ostasien. Und schon ist die Ping besser. Thank you.
Längen, wir sind im Chaos Sanctuarium. Sky Phoenix, den Nutfilter, das machst du direkt im Launcher. Also wenn du den Launcher startest, noch bevor du das Spiel startest, gehst du unten links. Moment mal. Ja. Siehst du das? Gehst du hier unten links auf Item Filter Profiles? Da habe ich ausgewählt Chrysard und den Item Filter, weil den ganz strengen, den würdest du nur Endseason dann machen, wenn du schon richtig stark bist. Also Chrysard habe ich jetzt zum Beispiel drin, Item Filter. Dann startest du das Ding und im Spiel kannst du dann auch nochmal was umstellen. Moment. So. Und im Spiel gehst du dann hier unten auf Settings mit Steuerung, Linksklick. Dann gehst du auf Item. Und bei Item kannst du auch nochmal das Filterlevel auswählen. Gibt es alle Items, nur den Müll weg, nur den Müll verstecken. More Notify, Recommended, Strict Filter, Max Strictness. Ich habe jetzt auf Recommended, weil, keine Ahnung, ist halt Recommended. Wird schon aus irgendeinem Grund vorgeschlagen sein. Und das war's schon. Ganz easy. Einfach im Launcher auswählen und dann ingame auf Settings. Mit Steuerung Linksklick. Ja, in den ersten paar Streams habe ich Wolfie genommen, weil ich habe früher in der Season 4 habe ich den genommen, den ich jetzt drin habe. Aber ich habe gesehen, der hat ein paar Sachen geändert und ich hatte noch keine Lust nachzulesen, was der geändert hat. Das Einzige, was der geändert hat, ist quasi, dass der genau das hier eingeführt hat. Diese Auswahl, die gab es früher nicht. Aber ich wollte mir das nicht durchlesen, also habe ich mir einfach Wolfie-Filter genommen für die ersten paar Streams. Und heute habe ich auf den umgeschaltet, weil ich halt den gewohnt bin. Genau. Das war's. Du kannst auch Wolfie nehmen, der ist genauso gut. Nello! Gratulation, Mensch, den Skinder. 4 Hyrunes hast du schon. Meine höchste ist normal. Die habe ich gerade bei der Runenquest bekommen. In der Hellforge. Also Wolfie ist auch ein sehr guter Filter. Ist alles Geschmackssache, ne? Du kannst genauso gut Wolfie benutzen. Das macht ehrlich gesagt keinen großen Unterschied. Du hast schon 5 Hyrunes. Gratulation. Hier ist ein blöder Engpass. Kommt mal raus. So, jetzt. Die wollten ja einen auf Sparta machen. Einen Engpass schaffen, damit ich mit meiner Armee nicht durch kann. Ja, ja. Ich mache euch fertig, ihr Spartaner. Eisenhart. So, jetzt die Frage. Was machen wir jetzt? Also, wir haben Skelettkrieger voll, wir haben die Skelettmagier voll, wir haben die Skelettmastery voll und wir haben jetzt die Golemmastery voll. Jetzt könnten wir langsam anfangen, die Archer hochzupowern, oder wir machen noch ein paar Level
in Desecrate rein. Aber das macht nicht viel Sinn, weil ich habe Desecrate auf der Wechselwaffe. Brauche ich nicht unbedingt. Wir könnten 2 Punkte setzen, damit wir Bone Armor fest als Skill haben. Ach, jo, bis später, Digga. Wir sehen uns dann. Oder ich sage, nee, Bone Armor ist nicht so wichtig. Ich habe es auch jetzt gerade auf einem Item. Ich gehe halt in die Archer rein. Das sind jetzt die Optionen. Archer oder Bone Armor. Ich werde das Item ja nicht ewig haben. Aber ich könnte trotzdem einen Bone Armor auf Wechselwaffe haben. Nee, das ist blöd. Wie viel gibt denn das überhaupt? 156 ist schon recht viel, das ist... Nee, ich gehe Archer. Volle Kanne in die Armee rein. Dann kann ich jetzt auch anfangen, Archer zu beschwören. Ja, genau. Das ist der Unterschied, dass es die Filteroption gibt. Die gab es vorher nicht. Da hast du dann halt einen anderen Filter ausgewählt. Du hast dann einfach ausgewählt Strict Filter oder Normal Filter oder sonst was für Filter. Und es hat dann die Möglichkeit gebracht, dass du, statt das im Launcher zu ändern, nimmst du einfach den Standardfilter und dann kannst du in-game bei den Settings einfach umstellen, was für einen Filter du willst. Das ist, denke ich, ein schönes Upgrade. Du musst jetzt nicht mehr das Spiel neu starten, um den Filter zu ändern. Du kannst es quasi jetzt im laufenden Spiel deinen Filter anpassen. Weißt du? Das ist die Änderung. Und wahrscheinlich wird er hier und da vielleicht noch ein paar neue Items angepasst haben, natürlich. Weil es gibt ja jetzt auch ein paar neue Items. Also der hat den Filter schon angepasst. Aber das Upgrade, was jetzt reingekommen ist, ist eben diese Ingame-Auswahl. Ich habe mal kurz was im Discord geschrieben. Ich denke mal, das ganze Filterprinzip ist ja mehr oder weniger von PoE geklaut. Diablo 2, ganz normales Diablo 2, hat keine Filter. Da liegt alles auf dem Boden. Da siehst du alles. Aber hier sind ja zum einen die Dropchancen erhöht. Und deshalb wäre der Bildschirm dann teilweise komplett überfüllt mit Zeug, ne? Und zum anderen, weiß ich nicht, es ist doch einfach schöner, ne? Also die haben das Prinzip, denke ich, schon vom PoE geklaut. Normales Diablo 2 hatte keine Felder. Es sei denn, du hast irgendwie so ein, sowas wie, wie heißt denn das? Dieses modifizierte Zeug da, wie heißt denn das? Komm nicht drauf. Wie hieß denn das? Oder dann auch extra Grafikfilter drauflegen konntest und unendlich große Truhe machen konntest und sowas. Da gab es doch so einen Mod für Singleplayer. Eggy, Poggy, Flaggy, Flaggy. Eggy, Poggy, ich komme nicht drauf, Flaggy, genau. Ne? Also, was soll ich sagen? Ja, außer vielleicht bei Flaggy könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht Filter gab. Aber im normalen Diablo 2 gab es da keine Felder. Das haben sie definitiv von irgendwoher geklaut. Also wahrscheinlich von PoE. PoE war auch das erste Spiel, wo ich Filter gesehen habe. War keine Ahnung, was für ein Spiel das wirklich erfunden hat. Wer sich das ausgedacht hat.
Ach so? Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht so richtig. Aber ich bin ja selber auch kein PoE-Spieler. Ich habe es zweimal versucht anzuspielen und dann sein gelassen. Aber das war halt das erste Spiel, in dem ich überhaupt von Lootfiltern gehört habe. Kann auch gut sein, dass es einfach nur von irgendeinem MMO geklaut wurde. Aber es ist auf jeden Fall praktisch. 30 Golem Master. Ah ne, Blood Golem. Hier steht doch GM. Man möchte doch gut BGM. Okay. Blood Golem. Ich hab bloß GM gesehen, dachte, das ist Golem Master. Ghost Armor. Bitte mal eine Lung. Ich brauche eine Lung für den Smoke. Braucht mir eine Lung. Unglaublich, ich bin Akt 4 Hölle, ich habe immer noch keine Lung. Ich habe immer noch keinen Smoke, ich habe kein Löwenherz, ich habe kein gescheites Runenwort. Das einzige Runenwort, was ich habe, ist das hier. Lore. Wie kann man so ein Pech haben? Wirklich. Wirklich. Schweine. Ja, jetzt die große Frage, ne? Schaffen wir ihn? Schaffen wir ihn nicht? Mal schauen. Death can save you from me.
Na klar, sieht toll. Läuft eigentlich ganz gut. So. Ging eigentlich ganz gut. Dafür, dass meine Resis so niedrig sind. Ich hatte Glück, dass der mich nie gefokust hat. Wenn der diesen Strahl auf mich macht, dann verbrenne ich schnell. Und jetzt ohne Summons, ja, ja. Also Solo. Self-Found, Skill-less, am besten noch Gear-less, ja, nur draufhauen, mit der bloßen Faust, ja. Du bist mir einer. I am a... Hello. Hazi, Fist Run, weil ja zuschlägst. Good eye, my salutations. Bringt auch nicht viel, also unglaublich, also so ein Mist habe. Sicherlich, sag an. Bin immer offen für alle Vorschläge. Warum soll ich Runs machen? Ich bin noch beim Solo Selfer und. Also ich bin noch nicht bei Runs. Mach noch keine Runs. Ich bin noch beim Durchspielen. Das ist ja das Ziel, Solo, Selfer und am besten noch ohne irgendwie jetzt extra rumzufahren, sondern in einem Durchgang durchzuspielen. Und dann, wenn ich Baal besiegt habe, dann fange ich an zu farmen. Dann mache ich direkt Maps. Und dann fange ich auch an zu traden und so. Aber jetzt mache ich quasi einfach nur... Ich habe nirgendwo gefarmt, ich habe nirgendwo extra gelevelt. Ich bin einfach jetzt alles langsam Stück für Stück durchgegangen. Und bin jetzt auf Akt 5 Hölle angekommen. Wenn ich Baal besiegt habe, bin ich fertig mit meinem Run. Und dann fange ich an zu farmen. Darum geht's ja. Dass ich jetzt nicht anfange zu traden oder anfange irgendwie bislang geile Items zu farmen oder so. Dass ich es mir möglichst schwer mache. Die hätte ich auch so geschafft. Die Ancients waren noch nie wirklich schwer, finde ich. Nur auf normal, wenn man noch nicht so ganz ausgebaut ist. Meinst du? Also weiß nicht, letzte Season waren die eigentlich voll einfach. Waren die diese Season zu schwer oder wie? Okay. Ja gut, dann ist es ja richtig, dass der jetzt wieder genervt wurde. Wie gut, dass ich zu langsam war. Ich hätte ja theoretisch gestern schon dort ankommen können, aber ich habe gestern nicht gespielt. Ich war so kaputt irgendwie. Ich habe mich ohne Witz gestern Abend um 8 ins Bett gelegt und bin heute Morgen halb 8 wieder aufgestanden. Ich war so kaputt.
hier wäre jetzt einer gewesen. Ja, ich wollte eigentlich drei von denen, aber es kam keiner. Kommt hier noch klar oder was? Da klingelt jemand. Muss mal herausfinden, was es damit auf sich hat. Momentchen mal. Ja, sorry, da bin ich wieder. Das war der Drogenlieferant. Das war der Postbote. Hat Paket vom Volksversand gebracht. Irgendjemand hat Medikamente bestellt. Und ich muss es mal wieder annehmen. So, Kopfhörer. Sehwerkzeug. So, eine Boason mit Faith geht mega ab. Ach, du hast du jetzt deinen Faith fertig? Ach so. Was nimmt man da eigentlich für einen Merk zu einer Boason? Good afternoon. Akt 1. Dann hat der Merk hat dann die Faith und du hast was? Eine Windforce oder wie oder was? Oder hast du die Faith? Den Faith. Achso, du hast. Lohnt sich das mittlerweile, das mal wieder Set? Wirklich? Das finde ich immer schön, dass sich so ein Klassenset auch mal wirklich lohnt, weil irgendwie. Ich als Necro trage nie das Trangul-Set, weil es einfach so sinnlos ist, finde ich. Ich glaube, der einzige Necro, bei dem es Sinn macht, das volle Trangul-Set zu tragen, das ist der mit Kadaver-Explosion, oder? Wegen den Feuerskills. Ich finde es so ein bisschen traurig, dass so bei vielen Charakteren die Klassensets einfach nicht wirklich nutzbar sind. Wie oft siehst du einen Paladin mit Griswold?
Ne? Ein Barbar, der hat schon manchmal. Der hat schon manchmal Immortal King, kann schon sein. Oder halt ein Akt 5 Merc mit Immortal King, das sieht man ab und zu mal. Sorg, okay, da geht's auch Metal Rusher, ne? Aber Griswolds und Trang'uls sieht man eigentlich selten. Und ich bin der Meinung, Marvina eigentlich auch voll selten. Also haben sie es entweder gebufft oder ich weiß nicht. Aber früher hat man es eigentlich nie gesehen. Ja klar, für CE, aber wer spielt CE? Also ich nicht. Kann ja nicht jeder Necro CE spielen. Ne? Also ich meine, ich finde es schade. Ich finde es schade, dass ich als Summoner zum Beispiel nichts wirklich von diesem Set bekomme. Ne? Die Rüstung werde ich tragen, ja. Die Rüstung ist geil, aber der Rest ist scheiße, finde ich. So ein bisschen traurig. Weil gerade diese Sets, finde ich, sollten eigentlich stärker sein als irgendwelche anderen Unix. Weil du brauchst ja die Teile, damit sie miteinander funktionieren. Und dann schmeißt du stattdessen random Unix zusammen und es funktioniert besser. Oh, hast du eine Werbung bekommen? Sorry. Installier den Werbeblocker. Hört mich nicht, kannst du ruhig machen. Bin ich dir nicht böse. Funktioniert nicht. Na dann. Mich kannst du nicht blocken. Ich bin unblockbar. Drei Werbungen? Wow. Versuch mich doch zu blocken. Ja, wenn du einen Adblocker findest, der funktioniert, dann schön, mach es. Das stört mich nicht. Du kannst mich gerne blocken. Ich bin jetzt nicht so geldgeil auf diesen 1 Cent Werbeeinnahmen. Werbung läuft in deinem Stream. Entweder man schaut dir nicht mehr zu oder gönnt sich deine Werbung in Ads. Kannst du mich wegblocken? Der läuft innerhalb. Verdeckt er mich dann oder macht mein Stream klein oder wie läuft das? Ich habe das selber noch nie gesehen. Blockiert das dann einfach einen Teil von meinem Bild oder wie sieht das aus? Die Werbung, nichts mehr von dir, ey, das ist ja frech. Das ist ja frech. Hört man mich wenigstens noch? Wenn ich hier rumfluche, dass man mich noch hört? Aha, okay. Dann
kriege ich deshalb manchmal keine Antworten. Also ich sitze hier, frage irgendwie den Myself irgendwas, weiß genau, er guckt gerade zu und es kommt keine Antwort. Dachte ich immer, der ignoriert mich. Dabei ist er bloß ganz fleißig am Werbung gucken. Oh, danke Myself, dass du mir Geld generierst. Ich bin eigentlich mal langsam wieder hier aufsammeln. Ja, also entweder ist es die Werbung oder du ignorierst mich. Ja genau, ne? Ich bin auch so nett und schieb's mal auf die Werbung. Voll auf den Nüschel. Das tat weh. So, was machst du auf der Terrasse, wenn ich fragen darf? Ich hoffe, du baust den großen neuen ja, Steingrill auf fürs nächste Mal, wenn ich vorbeikomme, ja? Ein Schrank? Ah, nee. Muss ein Grill hin. So richtig schön mit großen roten Backsteinen, weißt du? Machen wir hoffentlich vielleicht mal dieses Jahr beim wie hieß der hier? Magic Panda? Nee, Kung Fu Panda Magic Stick. Stimmt, Name, ey. Da werden wir vielleicht mal so einen schönen großen Steingrill aufbauen dieses Jahr. Zumindest ist das schon seit Jahren so der Plan und ich glaube, dieses Jahr wird es endlich mal was. Was? Adblocker updated? Du Verräter! Et tu, Brute! Ey. Gift geht mir auf den Keks. Ich habe echt widerliche Giftwiderstände. Ja, sorry Stefan, ne? Ist ja gut. Dann machst du weg, wenn du es kannst. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Thank you.
Was? Nein! Nicht erlaubt. Keine Hits bei Z-Teil zu passen. Alle Hits werden gebraucht. Ich sollte ja vielleicht mal diese Soldaten retten gehen, oder? Wäre vielleicht nur so ein Gedanke, oder? Ich dachte, ich lasse sie ein bisschen warten. Die haben hier so eine schöne Aussicht, weißt du? Schönes Lagerfeuer, Holzspieße. Ja, die können ein bisschen grillen. Marshmallows und so, ja. Lagerfeuergeschichten erzählen. Ja. Eine gute Frage, was haben die jemals für mich gemacht? Die beschützen den Weltenstein vor dem Weltuntergang. Und das schon seit Generationen. Seit Jahrhunderten. Was für Orbs? Du meinst wahrscheinlich diese Orbs, die man braucht, um Maps abzugraden. Warum droppen keine HP-Potions rein? Kenn die Posts aus. Also du kannst damit Maps quasi auf von weiß auf blau, von blau auf gelb und dann neu rollen und so Zeug machen, weißt du, oder mehrere Tier 1 in eine Tier 2 verwandeln, mehrere Tier 2 in eine Tier 3 und so. Also du kannst damit quasi die Maps schwerer machen und dadurch bekommst du auch bessere Belohnungen in den Maps. Du hast doch gesehen, wie ich das Season 4 immer, bevor ich die Maps gemacht habe, immer dann rumgerollt habe, immer die, dass das da möglichst viel Density ist, möglichst viel Monsterdichte. Ja. Das machst du halt mit diesen Orbs. Du upgradest die erstmal auf eine höhere Seltenheit. Und dann rollst du die so oft neu, bis du halt schön viel Density hast. Weil je mehr Monster da sind, desto mehr Drops. Ich bin mir sicher, das hast du gesehen am Ende des Season 4, wo ich da noch gespielt habe. Diese, die kannst du finden. Die droppen von diesen in der Map gibt's manchmal Events und eins dieser Events ist, dass so eine Art Schatzgoblin da drum läuft und wenn du den bekämpfst, dann droppt der immer wieder zum einen Maps, zum anderen Edelsteine und Runen und zum anderen eben genau diese Orbs. Quantity over Quality.
let us out! Bist du da sicher? Manchmal wollen die auch bloß einfach, dass du 400 Wörter schreibst und gut ist. Warum gibt es bei Essays immer so eine Mindestangabe, du musst mindestens 600 Wörter haben? Ne? Wenn man doch auch mit 200 Wörtern und genug Qualität genau das gleiche überbringen könnte. Ne? Die wollen Quantität von dir. Immer noch nicht deine Qualität. In so ein Ding reingehen? Nee. Das wäre ja wieder Farmen. Wenn ich jetzt in so ein Ding reingehen würde, das wäre dann Farmen. Farmen kann ich machen, wenn ich Ball nicht schaffe zu besiegen. Dann kann ich ein bisschen rumfahren, ein bisschen upgraden und es nochmal probieren. Aber ich denke, das schaffen wir. Und dann kann man ja sowieso anfangen mit Farmen. Yay, drei Archer. Wo sind sie? Da. Drei. Die Armee wird immer größer. Wer hat denn vor uns eigentlich den King Leoric gefunden? Bitte da mal eine Frage dazu. Ist der King Leoric verändert worden? Hat er jetzt auch Archer mit dabei oder hat er immer noch bloß Warrior und Mages?
Turm ist ja abgefuckt. Eine riesige Reichweite. Keine Archer. Finde ich blöd. Also ich bin der Meinung, die haben in Season 4 Archers eingeführt und sollten dementsprechend auch die Items anpassen. Also wenn der Arm von König Leric 2 extra Warrior und 2 extra Mages gibt, dann sollte der auch 2 extra Archer geben. Ich fand das schon komisch, dass es in Season 4 nicht gemacht wurde. Ich dachte mir, naja, na gut, haben sie vielleicht nicht dran gedacht. Spätestens Season 5 wird das ja aber kommen müssen. Aber anscheinend nein. Finde ich echt merkwürdig. Und jetzt mal runter. Jetzt der. Da ist er. Jetzt habe ich ihn. Hier ist er auch endlich. Der Wegpunkt. Hey, Wild, listen. Good day. There isn't. How may I be of help? Stamina. Poison. Eins zu Summoning Skills. Ich hab 2 auf alle Skills. Was haben wir denn hier? 2 zu Feuer Skills, Stärke, Replenish, Raises. Könnte man eventuell slammen?
Can you enable Experience Meter? Das ist doch das hier unten. Experience. Oder was meinst du? Ist hier? Ah, okay. Ah, okay, das ist pro Sekunde. Okay. Interessant. Okay. Das ist interessant für die Leute, die so richtig so Power-Level machen. Die wissen wollen, wie effizient sind sie und so. Und wie viel schaffen die, wenn sie einen K.O.-Run machen. Wie viel XP pro Stunde oder pro Minute oder so, ne? Und wie viel schaffen sie, wenn sie das machen und so. Aber das Amulett ist nicht schlecht, oder? Die Frage ist, ob ich das slamme. Oder ob ich das direkt so vielleicht versuche, dann loszuwerden. Und der, der es haben will, der soll dann selber versuchen, noch FCR oder so drauf zu slammen. Weiß ich nicht. Ich pack's erstmal in die Truhe. Irgendwann trade ich ja. Irgendwann. Ich find's krass, dass ich bis jetzt immer noch keine Eldrune gefunden habe. Ist die in meinem Lootfilter deaktiviert oder? Oder gibt's keine Eldrune mehr? Ich hab keine Eldrune. Kurios, oder? Wo war ich? Genau, Wegpunkt. Das könnte ich anlegen. Ist es nicht gigantomanisch geil? Aber 1 zu 1 Skills, Haufen Death. Ich verliere ein paar Resis. Aber für den Anfang ist es okay. Was bei einem SC, zum Beispiel die Grünzahlen in Klammern, dahinter zeigt doch an, was der Min-Max-Roll ist, oder? Ja, genau. Und wenn du mehr hast als das Maximum, dann bedeutet das, du hast den Stat zweimal gerollt, also zweimal bekommen. Also wenn du zum Beispiel ein Juwel findest mit 17 Max Damage und es kann eigentlich nur 15 haben, dann bedeutet das, du hast zweimal Max Damage gerollt. Das Juwel könnte theoretisch 30 Max Damage haben. Aber du hast zum Beispiel einen 10er und einen 7er Roll. Also hast du 17 von 15. Deshalb kannst du manchmal mehr haben als das Maximum. Falls das jetzt die Frage sein sollte. Ich glaube, ich habe sie schon erraten. Ja, na genau. Du kannst theoretisch... Wie viel kann man drauf haben? 11. 11 ist, glaube ich, das Maximum. 11 von einem individuellen Element und dann nochmal sowas wie Faster Hit Recovery oder Faster Run Walk oder bis hin Life oder sowas. Aber 11 ist das allerhöchste, was du auf dem SC haben kannst. Von einem Element. Wenn du Always hast, ist 5 das höchste. Werbung, das ist gut. Ich würde sie ja auch ausmachen. Weiß gar nicht, ob ich so. Ich mache ja eigentlich wirklich gar keine Einnahmen durch die Werbung, weil ich so wenig Zuschauer habe. Theoretisch könnte ich es einfach ausschalten. Wenn sie euch wirklich tierisch auf den Keks gehen, dann sagt was, dann mache ich es aus.
Für mich ist das irgendwie so 1 oder 2 Cent am Tag. Das ist nicht. Es gibt ja Leute, die haben, keine Ahnung, Hunderttausende, die denen zugucken, ja. Da generiert das was. Aber bei mir sind das wirklich so 1 oder 2 Cent am Tag. Also, wenn es euch stört, mache ich es aus. Kleinvieh macht auch Mist, ja, natürlich. Aber wegen 1 Cent am Tag möchte ich jetzt niemanden vergraulen, weißt du? Frozen River, da müssen wir hin. Aber wir brauchen vorher noch einen Wegpunkt. Das sind schon so 4 Euro im Jahr. Da kannst du ja ein Eis kaufen oder so. Ey du, so wie die Preise aktuell hochgehen, kann ich mir in einem Jahr für 4 Euro kein Eis mehr kaufen. Du musst ja bedenken, da ist Milch drin, ja? Und Fett, also Öl, ja? Hallo? Weißt du, wie die Ölpreise hochgehen? Und allgemein so Milch, Zucker, ja? Also, da kostet dann die Kugel Eis in einem Jahr 5 Euro. Glaube ich jetzt schon so, also natürlich nicht jetzt, wenn du zu einem, sondern so gibt es ja diese Eiswegen, die so transportabel sind, irgendwo rumstehen, ne? Bei denen nicht, aber wenn du bei uns hier im Zentrum in so eine große Kaufhausgalerie reingehst, da und dort drinnen irgendwo eine Eiskugel haben willst, von so einem Restaurant oder sowas, was dort steht, zahlst du Tatsache irgendwie 3,50 Euro für eine Kugel. 3,50 Euro für eine Kugel. Wir haben früher mal 50 Pfennig oder so bezahlt. 50 Pfennig. Ich kann mich erinnern, also den Stand gibt es leider nicht mehr. Aber von mir entfernt, 5 Minuten zu Fuß neben Edeka, ist ein Fleischer, der steht immer noch. Nee, der ist gar nicht mehr, da ist jetzt ein Barbershop drin, ein Barbier. Irgend so ein türkischer Barbier ist da jetzt drin. Da war früher ein Fleischer, ein richtiger, guter Fleischer. Ne, nicht so eine kleine Wursttheke irgendwo im Kaufland, sondern so ein richtiger Fleischer. Ne, der richtige Rinderhälfte und Schweinehälfte hängen hat und dir dann rausschneidet, was du haben willst. Ne. Richtig guter Fleischer. Und direkt daneben war wie so ein Loch in der Wand, so eine kleine Bude. Es war ein richtiges Restaurant dahinter, aber war einfach wie so ein Verkaufstheke. Direkt so, dass du auch von außen bestellen konntest. Und dort hat früher die Kugel Eis 50 Pfennig gekostet. Da gab es eine richtig schöne große Waffe und eine richtig schöne große Kugel Eis drauf. Da hast du auch bloß eine Kugel Eis gebraucht und warst du glücklich. Machst du zwei, da warst du sogar richtig satt von. Und jetzt gehst du hier irgendwo in die Stadt shoppen, denkst du mal, oh, jetzt vielleicht mal ein Eis, nachdem du dich gerade, keine Ahnung, halb tot geschleppt hast. Und zahlst du 3,50 Euro. 3,50 Euro. Wahnsinn. Also. Ach so? Wie meinst du das? Wenn dein Prime Reset, dann sind die Werbung weg? Ich glaube, der Meister, der kriegt trotzdem Werbung, oder? Oder bist du jetzt werbefrei? Die hatten ja nämlich ein Twitch Prime Abo gesagt. Und jetzt weiß ich gar nicht, hat er jetzt Werbung oder nicht? Ja, geht los. Wegpunkt gefunden. Auf in den Fluss! Den großen Fluss!
kann schon sein, dass du keine Werbung bekommst, weil du einen Sub gemacht hast. Ne? Kann sein. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, ganz ehrlich. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass das der Bonus ist. Die Belohnung. Aber auch ein bisschen hinterlässig, oder? Dass Twitch sagt, du magst keine Werbung? Ja, dann bezahl halt. Zum Glück kostet der Prime Sub ja nichts. Aber es gibt ja Leute, die subben ja bei mehreren Kanälen. Ne? Und die zahlen dann quasi extra, damit sie keine Werbung haben. Ich finde das schon ein bisschen frech. Lenken die mich im Discord ab? Wer ist denn gut in Mathe? Meister, kannst du das mal klären gehen? Da wäre ich fast gestorben. Bis jetzt haben wir es ja noch geschafft. Wir sind bis jetzt komplett todfrei. Na, noch kein einziges Mal gestorben. Das wäre bis jetzt immer noch ein erfolgreicher Hardcore-Run. Theoretisch. Wenn ich Hardcore spielen würde. Ich frage mich, wann und wo der erste Tod kommt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es irgend so ein Keyrun ist bei Nilatak. Der jagt ein paar zu viele Corpse Explosions hoch und ich bin weg. Das passiert sehr schnell. Deshalb immer schön Telesbomben, aber manchmal hat man halt Pech, ne? Oder einfach keine Keyruns machen. Rette an hier. Hero. Was? Nilatak war das? Nein, niemals. Er sah auch immer so nett aus. So, good afternoon.
Die schieben bloß den Totenbeschwörer die Schuld zu. Ja, ja. Thank you so. Gib auf. Resistenzen, her damit. Ja. Sehr schön. Hello. Feuerresis, müssen wir nochmal gucken. Weil das Ding schmeiße ich jetzt weg. Was haben wir denn hier? Nichts Besonderes. Ein paar Kohltresis, das war's aber schon. Stärke. No. Jetzt müssen wir mal gucken. 13 Feuerresis. Quasi den schlechtesten Feuerresi-Skill raussuchen. Ich glaube 7 auf einem Grand Charm ist echt scheiße. Oder ich nehme den hier raus, Magic Find. You're an E. Afternoon. Nicht besonders, ne? Gut. Dann können wir hier gleich noch die Belohnung abholen? Die Runen. Thank you. Dankeschön. Und Anja. You have proved thank you, Nilitha. Jo. Die Runen müssen wir noch konvertieren. Finde ich nur Horizons Memory. Ich mag die Map gar nicht. Die hat so einen richtig blöden Boss, diese... Was? Steuerung im Schiff, was? Linksklick. Was ist das für ein neumodiger Firlefanz? Nee, 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 da muss man schon den Cube nehmen, ne? Alles mit seiner Richtigkeit. Ich kenne die ganzen Abkürzungen nicht, ja, es kann schon sein. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte irgendwas sagen. Warum kriege ich dann immer diese blöden Horizons Memory Map? Ich mag die Map gar nicht. Die hat so einen komischen Boss. Das ist, glaube ich, so eine fliegende, diese fliegenden Harpienhexen da irgendwie. Und die schießt so Wirbelwinde. Und die sind so scheiß stark, die zerfetzen immer meine ganze Armee. Ich mag die Map gar nicht, ey. Ja, keine Ahnung. Wenn ich dann soweit bin mit den Mappen, dann vielleicht. Thank you. Good morning. Ah, ein Schädel für mich. Nein, danke. Ach, da war noch eine Map. Sanatorium? Das ist neu? Das ist neu, oder? Sanatorium ist neu. Kenne ich nicht. Cool. Na dann, zu Nilatok! Sanatorium ist mega geil, nur der Boss ist bär. Okay. Ja, wie gesagt, bei der Horizons Map würde ich wahrscheinlich den Boss auch einfach auslaufen. Weiß ich nicht. Ich muss die Map erst einmal probieren, vielleicht haben sie die ja geändert. Aber ich kann mich daran erinnern, in der Season 4 war der Boss dort echt unverhältnismäßig stark. Dafür, dass es eine Tier 1 Map ist, ist der Boss dort viel zu stark gewesen, bin ich der Meinung. Aber ich muss erst einmal ausprobieren. Der Boss ist bestimmt derselbe, aber vielleicht ist er nicht mehr so stark. Vielleicht wurde der durch den Patch angepasst oder so. Keine Ahnung. Passiert ja, dass die Bosse hoch und runter schrauben. Je nach Lust und Laune. Oder nach Feedback. Der HP genervt. Naja, wenn er weniger HP hat, stirbt er vielleicht schneller. Dann ist es ja okay. Aber ich kann mich daran erinnern, dass das Vieh immer ganz schön meine Summons zerfetzt hat. Und die haben jetzt auch weniger HP.
Das ging ja fix. Oh, wie ist das die Map? Könnte sein. Nightlord, das sind gute. Das sind sehr gute. Hier war noch einer. Achtundfünfzig ist okay, so um die 60, 55, 65, immer so im Bereich um die 60 ist eigentlich Standard. Manche kommen da schon mit Level 50 hin, aber Pi mal Daumen um die 60 ist völlig normal. 58 passt. Nee, war doch nicht mehr. Schade. Die hier vielleicht? Wird der Wegpunkt rechts sein? Ja, der Wegpunkt wird rechts sein. Irgendwo hier oben rechts müsste der Wegpunkt sein, wenn ich die richtige Karte erwischt habe. Nee, nicht hier. Doch nicht, hä? War ich nicht täuscht? Doch eine andere Map? Also schwer zu sagen, es gibt drei Varianten. Und wenn ich am Wegpunkt stehe, dann weiß ich, welche Map es ist. Aber wenn ich den Wegpunkt finden muss, ja, dann ist es natürlich ein völlig anderes Spiel, ne? Dann läuft das ein bisschen anders. Klar, Blizzard ist nervig. Yeah.
Hier ist der Wegpunkt. Eine neue Map. Ist das eine neue Niagara-Map? Nee, warte. Level 90er Druide gestorben auf Hardcore. Rest in peace, Buddy, rest in peace. Ich brauch keine neue Map. Wenn es hier da. Genau. Ja, okay. Nein. Das hier ist es, oder? Oh, nee. Die mit dem Gift. Wirklich. Muss das sein? Mein erster Nelatak auf Hölle. Und da müssen natürlich die Giftwiebern dabei sein. Alter, Leute. Muss das? Tu das Note. Die Viecher nicht aufstellen kann. Ey. Good evening. Wie kann ich schon nicht aufstellen, wenn ich Top Gear habe? Oh. Mit dem, mit der Ausrüstung und negativen Poison Wrath? Eieieiei. Ja, das war das. Wünscht mir Glück, den Attack wird jetzt nicht einfach. Jetzt müssen meine Skelette. Aber das ist das Gift. Eigentlich das Gift. Und jetzt schön drauf stompen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da, drauf! Nicht umgebracht. Mal kurz zurück. Klingt schon ganz gut. Archer. Und nochmal drauf stompen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn? Seh ich. Arsch. Irgendwo steht er. Macht seine scheiß Corpse Explosion. Hier in der Ecke. Eine Rette. Ja. Niedertag ist halt wirklich nur scheiße wegen der Kurz-Explosion. Und ansonsten kann er nichts. Der stand halt wirklich eiskalt hier hinten in der Ecke. So hier. Dass man den nicht sieht.
Na. Evening. Was hier weiter? Wir sind da gar nicht mehr so weit von Baal entfernt, ne? Ja, kurz vor Baal. Ein bisschen ist es ja noch. Wir sind jetzt erstmal beim Glacier Trail. Aber bald ist es soweit. Heute schaffen wir es noch. Ich weiß bloß nicht mehr, ob ich es in diesem Stream noch schaffe, weil ich 19 Uhr einen Termin habe. Also Termin. Ich treffe mich mit jemandem auf dem Bürger. Einfach nur mit einem alten Kumpel mal wieder quatschen. Und ja, mal schauen. Muss man ein bisschen zackig machen. Aber theoretisch könnten wir das schaffen in der Zeit. Und dann würde ich ab morgen dann ganz normal halt dann spielen. Farmen, traden, das Übliche. Mappen. Bei PD2-Fahrt hat man keine Termine. Ja, du, weißt du, ich Trottel habe ja auch meinen PC am Freitag, an dem PD2 angefangen hat, zur Reparatur eingereicht. Ne, also, bei mir klappt das sowieso nicht, wie es soll. Das ist nur mein Backup-PC. Ja? Also, theoretisch habe ich den kompletten Start schon irgendwie voll verpeilt. Ich musste dann zur Not irgendwie ganz schnell dann nochmal OBS hier einrichten und sonst was. Naja, das ist nur mein Backup-PC. Aber mein richtiger hat irgendwie langsam angefangen, Macken zu haben. Und der ist dann auch einmal in einem Stream einfach so ausgegangen, ohne Grund, ohne irgendwas, ohne Fehlermeldung. Und da habe ich mir gesagt, ja, bevor da jetzt noch mehr kaputt geht oder so, habe ich mir den gepackt, bin in die Stadt gegangen, habe gesagt, so Leute, reparieren. Jetzt werde ich hier auch noch mit schlechter Werbung bestraft. Ja, nee, das ist ja das Komische. Kann ja eigentlich echt nicht Hitze gewesen sein oder so, weil gerade in dem Stream oder in dem Stream davor hatten wir noch drüber geredet, dass bei mir manchmal das Internet ausfällt. Und dass wir auf Fehlerquelle-Suche sind, was es sein könnte. Also dass der Stream ausfällt, nicht das Internet, das Stream ausfällt. Und wir dachten, eventuell ist das die Grafikkarte überlastet oder irgendwas. Und dann habe ich auch noch alles aufgelistet. CPU lief bei 10%, Grafikkarte 1 lief bei 30%, Grafikkarte 2, die das Rendern macht, 30%. RAM gerade mal 7 von 16 GB in Nutzung. Also nichts ist wirklich in Nutzung, nichts ist heiß, alles läuft ruhig. Und dann trotzdem ging das auf einmal so aus, wie bei einer Überhitzung. Und da dachte ich mir so, nee, scheiße, also... Wenn die Streamabstürze vielleicht irgendwie was mit dem Rechner zu tun haben und wenn der jetzt schon einfach so ohne Grund ausgeht, dann schicke ich den lieber, solange ich noch Garantie habe, zur Reparatur und gucke mal, was dabei rauskommt. Und das habe ich halt am Freitag gemacht. Und dann musste ich den hier rauskramen und aufbauen. Und das Schlimmste ist, ich habe dann festgestellt, dass der gar nicht die gleichen Anschlüsse hat wie der alte. Ich konnte hier nur einen Bildschirm anschließen. Ich musste mir dann ein neues DVI-Kabel kaufen. Und ein Displayport auf HDMI-Adapter. Jetzt habe ich wieder drei Bildschirme. Aber ich habe quasi am Freitag
mit einem Backup-PC, mit minimal eingerichteten OBS und mit nur einem Bildschirm habe ich angefangen, die Season zu streamen. Total verbeiert. Ja. Du hast morgen Termin zum Probearbeiten. Na ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg, ey. Auf jeden Fall, zeitig ins Bett und schön ausgeschlafen, dann antanzen wird. Was machst du dort? Bürojob? Oder richtig ranklotzen? Maschinenanlagenführer, okay. Cool. Bist du quasi Ingenieur für Automatisierungstechnik oder sowas? Das wäre zumindest meine erste Vermutung. Ich habe nämlich einen Cousin, der ist Ingenieur für Automatisierungstechnik und der muss dann immer wieder in Fabriken bei so großen Anlagen, Fließbändern und sonst was alles Mögliche dort einstellen und nachjustieren und einprogrammieren und sonst was. Wenn irgendjemand wieder einen falschen Knopf gedrückt hat, dann wird er angerufen, muss hinfahren und gucken, wer ein paar auf die Rübe bekommt und was neu eingestellt werden muss. Ich glaube, sein Hauptkunde ist eine große Käsefabrik hier in Sachsen, deren Name ich jetzt nicht nennen möchte, weil ich nicht weiß, ob er damit einverstanden wäre. Aber die machen richtig guten Käse, der wird auch deutschlandweit und sogar weltweit verkauft. Und der stellt dort eben die Fließbänder und sonst was, die Roboterarme und den ganzen Scheiß stellt er ein, programmiert er ein. Und wenn irgendwas wieder nicht geht, weil irgendjemand einen falschen Knopf gedrückt hat, dann wird er halt angerufen und muss hinfahren. Ist dann bei dir sowas Ähnliches oder wie darf ich mir das vorstellen? Wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Hoffe, das wird was. Er drückt die Knöpfe und dann muss mein Cousin kommen. Du bist das! Du bist das die ganze Zeit! Die stellen dich extra ein, damit du die falschen Knöpfe drückst. Der fährt dann von Fabrik zu Fabrik, drückt die falschen Knöpfe und fährt halt zur nächsten weiter. Und mein Cousin die ganze Zeit hinterher. Damals, ja, in der DDR, da nannte man sowas Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja? Irgendjemand muss ja dafür sorgen, dass mein Cousin was zu tun hat. Also wird irgendjemand bezahlt, um es zu bauen, damit ein anderer bezahlt wird, um es zu reparieren. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja? Damals in der DDR gab es keine Arbeitslosen. Nein, da hatte jeder einen Job. Es sei denn, du hast jetzt irgendeine Krankheit oder
irgendeinen Grund, dass du wirklich nicht Arbeit gehen kannst. Ne? Aber es gab für jeden einen Job. Wenn du ins Jobcenter, also ins Arbeitscenter damals noch gegangen bist, ne? Nicht Arbeitscenter, Arbeitszentrum, wie auch immer, egal. Wenn du irgendwo hingegangen bist und hast gesagt, ich möchte eine Arbeit, dann wurde für dich eine Arbeit geschaffen. Also niemand musste zu Hause sitzen, der arbeiten wollte. Natürlich immer die, die nicht arbeiten wollen, aber wer arbeiten wollte, hat Arbeit bekommen. Hat der Staat dafür gesorgt. Auch wenn es irgendwie dumm und nutzlos war und sinnlos. Aber Arbeit wurde geschaffen. Sag mal, ist das, ich merke das gerade, ist das Logo hier, das Symbol für die Archer, ist das neu? Haben die das geändert? Bin der Meinung, es sieht anders aus als in Season 4. Könnte mich aber auch täuschen. Es fällt mir jetzt gerade so auf, dass es irgendwie merkwürdig aussieht. Den Wegpunkt auf dieser Map auch schon gefunden. War der weiter unten? Nee, ne? Doch, da unten war er gerade. Gut, okay. Dann kann ich hier direkt weiter. Ich verstehe immer nicht, was diese böse Urne hier macht. Hier und an dieser anderen Stelle. Was war die andere Map? Ariad irgendwas? Keine Ahnung. Gibt es doch so eine böse Urne, die nichts macht? Gut, hier kommt jetzt ein Ring raus. Und bei der anderen passiert auch nichts, aber normalerweise spawnen die doch immer Monster. Warum gibt es zwei Stellen im Spiel mit dieser Urne, die nichts macht? Habe ich nie verstanden. Ist da irgendwie ein Story-Hintergrund dazu oder irgendeine Erklärung? Weiß das jemand? Würde mich mal wirklich interessieren. Aber diese zwei, die da draußen stehen, also die eine, die jetzt war und die andere ist, vergessen wir, wie die Map heißt. Aber auch so eine große Kampfmap. Und die machen irgendwie, die spawnen nie ein Monster. Die spawnen nie eine Monstergruppe und ich weiß, verstehe nicht warum. Die hier drinnen spawnen Monstergruppen. Oder Items. Aber die da draußen haben bei mir noch nie eine Monstergruppe gespawnt. Diese zwei. Ah, ja, der Juwel im Chat meinst du. Das Juwel im Chat, ja. Aktiviere das Juwel im Chat.
Da hat aber auch noch keiner rausgefunden, wozu das da ist, oder? Nein. Weil im Diablo In-Game Chat, also nicht hier jetzt im Spiel, sondern wenn du rausgehst für die Serverauswahl, nicht für die Serverauswahl, für die Game-Auswahl, wo du die Spiele von den anderen Leuten sehen kannst, und dort, wo auch Leute rumchatten, in den Chatrooms halt, dort gibt es so ein Juwel, was man anklicken kann. Und das leuchtet dann. Und dann steht halt unten da, das Juwel wurde aktiviert. Aber das hat halt keinen Effekt. Das ist sinnlos. Und machen Leute immer wieder irgendwelche Witze drüber. Wenn irgendjemand eine Frage stellt, ey, warum geht das und das nicht? Oder was muss ich machen, damit, um das und das zu erreichen? Und dann sagt irgendjemand, aktiviert das Juwel im Chat. Halt ein ganz, ganz alter Running Gag. Der Meister spielt ja kein Diablo, der kennt das gar nicht. Der guckt bloß zu, weil er nett ist. Oder böse. Ich weiß nicht was. Ich glaube, er ist nur da, um böse Kommentare abzulassen. Glück hat er das nicht gehört. Habt ihr das gesehen? Das wär's fast gewesen. Boah, so nah war ich in dieser Season noch nicht im Tode. Alter, das war echt knapp. Kam auch wieder aus dem Nichts. Soul Harvest. 5 zu Dark Pact. Wir suchen nach dem Wegpunkt, oder? Da ist der Gipfel. Können wir hier gleich mal ein Portal stehen lassen? Da ist er. Der Wegpunkt.
Momentchen mal kurz ins Discord schauen. Okay. Hello. Good evening. Wir haben 2 Syndikus-Skills. Und weg. Drei Zusammenlink-Skills, endlich! Wir hatten bis jetzt nur 1 zu allen Neko-Skills. Jetzt haben wir 3 Zusammenlink-Skills. Kann ich gleich mal alles neu beschwören gehen. Nice. Warcries. Benutzt irgendjemand Warcries? Also als, ich meine als Main-Skill? Dann würde ich jetzt noch mal alle neu beschwören und zu den Ahnen reingehen. Vorher noch Mana kaufen. Salutations. So, wusste ich gar nicht, dass man die Dinger craften kann. Okay, cool. Hellords und Bombenables, die gehen auch. So. Und dann. Ich würde sagen, wir sind vorbereitet. Wünscht mir viel Glück. The resting place of the ancients. We are the spirits of the Nephilim, the ancient ones. Ah, bist das erste Mal gestorben. Ja, und Leck ist meistens immer das Problem.
schon. Drauf da. Alle drauf da. Warum läuft er mir nach? Lass mich in Ruhe. Da ist ein Lurk dort. Geschafft. Aber ihr habt recht, also wenn die echt ein bisschen stärker gewesen wäre, wären wir erst ein bisschen kacke geworden. Ist gut, dass die gepatcht haben. Ist gut, dass die gepatcht wurden. Besting evening. Okay. Thank you.
nein. Souls! Boah. Na gut, 38 Lightning Races, ne? Und auch noch Vipern. Gott sei Dank keine Gift-Vipern. Alter. Oh, das ist noch mehr. Sicherheit. Leider immer noch keine Lumm. Ich kann immer noch keinen Smoke machen. Oder keinen Löwen. Er hat nichts Gescheites. Letzter Wegpunkt. Von hier aus jetzt rechts drehend müsste die Map sein. Was haben wir mit 88 auch erst eine Fall gedroppt? Hauptsache vor 2 HR. Ja, na, so ist das, ne? Ich habe immer noch keine Eld. Die zweitniedrigste Rune. Eld und dann kommt Eld und dann Tier. Ich habe immer noch keine Eld. Wie kann das sein? Also das ist RNG, ne? Traurig, dass ich mir halt immer noch keinen Smoke oder nichts machen kann. Aber gut, die Rüstung ist jetzt auch nicht so schrecklich. Hat zwar keine Resis, dafür ist es okay von Anfang. Das Self-Found. Ein Skill und schön viel Death. Hey, heil mich.
Mage Plate. Eventuell für ein Lionheart, wer weiß. Minuten langsam wird's knapp. Ich dachte, ich schaffe das noch locker. Dass ich mich ranhalte. Sehr schön. Wir schaffen das noch. Na klar, Puppen. Und Souls. Puppen und Souls. Das schlimmste Setup, was es gibt. Ich habe echt Glück heute, oder? Puppen und Souls. Alter Schwede. Thank you.
Lach nicht so blöde. Nach der zweiten Welle gehe ich gleich mal Gift heilen. Wo ist der Achmel? Ja, Achmel. Was auch immer. Achmel ist tot. Die anderen haben, glaube ich, nicht so ein schlimmes Gift. Minuten. Könnten wir schaffen. Kommt drauf an, wie lange der Wahlkampf dauert. Wünscht mir Glück. Oh, ich hol noch einen Klon. Kurz zum Schluss. Ich hab ihn! Ja! Dresscop hat's geschafft. Solo Self-Found. An, was der gedroppt hat. Und dann reden wir mit Tyrael. You have I knew. Good evening. Good evening. Resist Fire Aura, wenn equipped.
Ich glaube nicht, dass das eine tolle Waffe ist. Kohltresis heben wir mal auf. Die können weg, die packen wir mal in die Truhe, vielleicht machen wir da ein Runwort draus. Ja, Coldress. Kann man dafür wegschmeißen. Ich würde sagen. Jo, danke dir! ich würde sagen, so einen großen hier mit 7 echt schlecht. So einen großen hier mit 7, den können wir rausschmeißen. Dann haben wir wieder Platz für mehr. So. Ja? Mit dem Necro ist es gar nicht so schwer, ne? Also die Ausrüstung ist der allerletzte Dreck. Hier 2 auf Necro-Skills. Hier 2 auf Necro-Skills. Das Amulett ist recht gut. Zum Glück haben wir das noch gefunden. Hier ein ganz stinknormales Lore. Die Rüstung ist ein Witz. Der Gürtel und die Schuhe sind ein Witz, ja? Hier haben wir bloß ein paar Resis dabei. Hier haben wir auch bloß ein paar Resis. Hier haben wir eine ganze Truhe voll mit Resis. Und ansonsten nichts Besonderes dabei. Und komplett solo, self-found, Level 79, Ball gekillt. Ja, wir können dann beim nächsten Mal, können wir dann schon anfangen mit Maps und Farmen und Trading und sonst was. Ja. I am impressed, Mortal. Ich wäre auch beeindruckt, ja. Ja. Nee, war cool. So stelle ich mir einen Season-Anfang vor, dass man selber einfach mal durchspielt, sich nicht irgendwie ziehen lässt von jemandem oder, ja, keine Ahnung, mag sowas nicht. Ich bin der Meinung, man sollte zumindest einmal durchspielen. Und wenn man bloß normal durchspielt, ja, Albtraum und Hölle kann man sich ja dann helfen lassen oder in der Gruppe machen, aber zumindest mal eine Schwierigkeitsstufe durchspielen und dann kann das Gefarme losgehen. Ja. Ich würde jetzt hier eine Pause einlegen. Muss mich noch fertig machen. Wie gesagt, ich treffe mich dann später noch mit dem Kumpel. Und ich weiß nicht, ob heute noch ein Stream kommt. Eher unwahrscheinlich. Aber ab morgen machen wir dann gemütliches Farmen. Wenn ihr dann Bock habt, könnt ihr dann wieder mit reinspringen. Hier oben steht dann wie immer das Spiel und das Passwort. Wie gesagt, können wir eine Runde zusammenzocken. Oder auch nicht, wie ihr wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen, Leute, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir vielleicht ein Follow da. Wenn ihr später auf YouTube oder so guckt, dann vielleicht da mal ein Like oder ein Comment. Wie ihr möchtet, ne? Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Discord. Ja, nochmal schön tschü. Und weg bin ich.